Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich ja für euch in War Within unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden können unter Erkunden und dann War Within. Und hier haben wir das Achievement Schätze der schallenden Tiefen. Hierfür müssen wir Folgendes machen: Findet die versteckten Schätze in den schallenden Tiefen und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück insgesamt. Und ich würde sagen, die holen wir uns. Ich habe dazu das Add-on Handy Notes, so als kleinen Support. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde jetzt sagen, wir schauen gleich mal beim ersten rein. Und zwar den ersten Schatz haben wir hier auf den Koordinaten 58, 64. Und da müssen wir in ein Gebäude rein. Und zwar haben wir da die Kaya-Cola-Maschine. Und die müssen wir in der richtigen Reihenfolge drücken. Also, wir haben hier Blueberry Blast, dann Orange Apokalypse, Austern, Ausbruch und dann Mango-Wahnsinn. Ne, Mangoro-Wahnsinn, irgendwie so. Okay, also jetzt gehen wir einmal rein und drücken das, hätte ich gesagt. Und dann haben wir nämlich hier so Schaltknöpfe, ne? Und als allererstes müssen wir diesen Blueberry Blast drücken. Das ist das hier, kostet uns 5 Silber. Als nächstes tun wir das Orangen-Ding drücken, das ist das unterste, kostet uns nochmals 5 Silber. Danach drücken wir einmal den Austernaufbruch, das ist das oberste. Und dann haben wir jetzt nur eine Möglichkeit, und zwar das hier. Und dann können wir hier noch was rauslooten. Und zwar kriegen wir dann eine Tasche, die ist auch Kriegsmeuten gebunden. Und zwar 24 Platz ist jetzt für mich uninteressant, aber vielleicht für den einen oder anderen Twink ist das bestimmt eine ganz nette Sache. Und jetzt haben wir hier auch noch ein paar Getränke. Ich glaube, die können wir weghauen. Ne? Ich denke nicht, dass wir die nochmal für irgendwas brauchen werden. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten Schatz weiter. Der nächste Schatz ist ein bisschen einfacher. Und zwar haben wir hier eine verfluchte Hacke. Und die befindet sich jetzt hier auf den Koordinaten 63, 63. Also einfach quasi hier reinfliegen und dann die Hacke einmal looten. Jetzt fliegen wir da mal kurz hinauf. Looten das Ding. Und es hat auch noch ein nettes Thema gebracht. Die ist übrigens auch Kriegsmeuten gebunden. Also vielleicht für den einen oder anderen Twink dann noch ganz praktisch. Dann sind wir auf dem nächsten Spot und zwar einmal hier auf den Koordinaten 52, 53 und hier haben wir jetzt vergessener Schatz und dazu müssen wir in eine Höhle rein. Und ja, ich bin jetzt schon unten an diesem Flusslauf hier, wie ihr seht. Da können wir dann einfach hinter den Wasserfall in die Höhle rein und dort haben wir jetzt eine Kiste, die wir aufmachen müssen und da brauchen wir aber erstmal einen Schlüssel für. Und den Schlüssel sollten wir anscheinend aus den vergrabenen Schätzen rauskriegen. Also es ist ein Haufen Schatzkisten, die hier rumliegen. Die können wir alle aufmachen. Okay. Die hat uns auf jeden Fall schon mal gekillt. Alles klar. Gut, ich würde sagen, dann flattern wir nochmal ran. Also die sind gefährlicher, als ich das dachte. Na gut, das Ding ist jetzt nicht so weit entfernt. Gut, ich bin wieder reingeflogen. Jetzt machen wir die anderen auf. Also ich weiß jetzt auch nicht, dass mich die Kiste gekillt hat, war schon ein bisschen strange. Aber das Gute ist, ich hatte so einen komischen Debuff drauf die ganze Zeit. Der ist jetzt zumindest damit weg. Ah, hier ist der Schlüssel drin, schau mal an. Ich glaube, wir haben jetzt alle aufgemacht. So, und da haben wir dann ein Spielzeug mit dabei und noch ein graues Item. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar auf den Koordinaten 48, 48 und hier haben wir einmal einen versperrten Zulauf und der Schatz schimpft sich gelöste Blockade. Und da soll es ein Pad rausgeben und das würde ich sagen, machen wir mal. Da müssen wir mit Rohren was arbeiten. Okay, was genau müssen wir denn da machen? Wir müssen anscheinend gucken, dass wir hier diese Schlüssel aufmachen, oder? Schätze ich jetzt mal. Okay, jetzt probieren wir einfach mal ein bisschen rum. Warte mal, wahrscheinlich müssen wir das hier mit was anderem verbinden. Nicht hier ich kann das nach außen fahren, okay. I see. Frage. Die beiden müssen wir verbinden miteinander, so wie das aussieht. Dann fahren wir das doch mal alles runter. Immer aus dem Weg schaffen. Ob das da so weitergeht, ob das klappt. So, dass ich will das da drüber haben. Fährt nur hoch und runter. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Ach, das kannst du da nicht weiterschieben? Das ist ja blöd.
Ne, das fährt dann hier unten. Das ist ja richtig blöd gemacht. Ah, Moment. Jetzt. Den Weg hatte ich zwar nicht geplant, aber. Kriegen wir das da hoch? Ja. Ne, das bringt mir nichts. Ach doch. Ah, easy. Ja, hatte ich alles so geplant. Also muss die zwei Dinger miteinander verbinden. Naja, gut. So, wir haben einmal ein Pet gekriegt. Hoffe, ich habe mich jetzt nicht allzu blamiert, aber muss mir das auch erstmal anschauen, was da genau los ist. Und ja, gut, dann hätten wir das auch und dann können wir einmal weiter. Dann sind wir vor dem nächsten Schatz und zwar haben wir hier eingesponnene Ranzen und da ist ein Höhleneingang bei 6840. Und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt rein, der liegt einfach da hinten drin, ne? Ein paar Getiere sind da. Oh, ich habe irgendwas geedit. Ob man schnell weglooten können. Bisschen müssen wir kämpfen, so wie es aussieht. Mit dem Viechzeug, aber das scheinen nur alles relativ kleine zu sein. So, Ranzen. Übrigens, da ist auch jedes Mal 150 Ruf drin, halt dementsprechend immer für die Fraktion, die die jeweilige Zone hier darstellt, ne? Also in dem Fall ist es jetzt beim Konvent der Tiefen. Als nächstes sind wir dann auf den Koordinaten 66, 33 und dort haben wir einfach das nächste durchnässte Unrat. Ist das einmal? Auch einfach aufsammeln. Und da ist wirklich ein Haufen Unrat drin. Dann sind wir als nächstes bei den Koordinaten 58, 30 und da haben wir die unheimliche dunkle Truhe. Und da sollte einmal ein Pet mit dabei sein. Jawollo, da haben wir es. Ob-Lack-Jacks. Oder irgendwie so ähnlich. So, dann schauen wir uns den nächsten Schatz an. Da wird es ein bisschen komplizierter. Und zwar haben wir jetzt hier einmal Truhe des verstaubten Ausgrabungsleiters. Und die befindet sich einmal hier in dem Gebäude. Also müssen wir ganz hinten reinlaufen. Werden wir auch nachher kurz machen. Wir brauchen aber vorher fünf Items. Und zwar Tiefenrubinsplitter, Opalsplitter und so weiter, ne? Also alle möglichen Steinchen. Und die können wir uns jetzt einmal hier in der Zone holen. Und die pflegen wir jetzt erstmal alle ab und tüten die einmal ein, hätte ich gesagt. Gut, wir sind am ersten Spot und zwar hier oben auf den Koordinaten 57, 21, ne? Und da sehen wir, da können wir einmal das Ding hier anklicken, loser Kristallsplitter und dann haben wir schon mal den ersten. Gut, am nächsten Spot, da sind wir jetzt auf den Koordinaten 59, 37 und man sieht es echt nicht so gut, ne? Es ist hier alles grün, aber hier ist das Ding, ne? Also ich kann jetzt mal nochmal kurz hochfliegen. Von außen sieht man es nicht, außer wenn man drüber fährt, dann leuchtet er. Aber der hier in der Mitte ist es quasi. Gut, dann haben wir jetzt lila und grün. Als nächstes sind wir beim roten. Hier haben wir loser Kristallsplitter. Und das ist jetzt hier auf den Koordinaten 57, 49. Anklicken, hier in der Nähe von dem Karren und dem Kran. Dann sind wir jetzt beim blauen Steinchen. Und zwar. Schauen wir jetzt einmal rein, hier auf den Koordinaten 68, 53. Und das ist hier direkt an der Wand dran, ne? Also den können wir auch aufmachen. Und dann sind wir am letzten Spot und zwar am gelben. Und das ist jetzt einmal auf den Koordinaten 62, 63. Und dort können wir das einfach hier einmal rauslooten. Juti, dann haben wir jetzt alle fünf zusammen und gehen jetzt zurück zur Kiste im Lager. Gut, wir sind zurück im Lager. Also hier, Koordinaten sind 47, 32. Und jetzt gehen wir hier einmal rein. Und ich laufe das mit euch einmal ab, ne? Das kann er sagen, kann er findet es nicht. Also hier rein, dann nach links. Und hier ist die Truhe drin. Und wenn wir alle Dinger zusammen haben, dann können wir das einmal looten und kriegen halt ein paar Edelsteine, die tatsächlich noch ein bisschen was aktuell im AH wert sind, ne? Also man kann die dann, wenn dann verkaufen oder selber für Steinchen benutzen. Gut, dann haben wir jetzt den vorletzten. Und zwar ist das der zurückgelassene Werkzeugkasten. Und der befindet sich auf den Koordinaten 45, 17.
Und das ist auch wieder ein Teil, was man einfach nur weglooten kann. Und da ist einmal ein Finger drin, aber gut, 518. Ja. Wobei, er hat natürlich einen Effekt drauf, ne? An eure Schadenszauber und Fähigkeiten haben eine Chance, 148.000 Feuerschaden zu verursachen. Das ist schon nicht verkehrt, ist halt immer die Frage, wie oft das prockt, ne? Und dann sind wir am letzten Spot. Und zwar jetzt hier bei einem Höhleneingang auf den Koordinaten 54, 14. Und hier drin ist eine Vorratskiste. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal rein. Die müssen wir einfach auch weglooten können. Schauen wir mal. Hallo. Und tada, dann ploppt das Achievement auch schon auf. Ich muss jetzt sagen, die Schätze habe ich jetzt alle eigentlich First Try dra gehabt. Soweit ich das gehört habe, hat Blizzard das auch geändert, dass man jetzt nicht mehr sich die Schätze mit anderen Leuten teilt, dass die so eine lange Abklingzeit haben. Heißt, auch in der ersten Zone, ne, dürften die Sachen jetzt deutlich schneller gehen. Gut, jetzt sind wir tatsächlich damit durch. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.